Wir haben jetzt wieder 6 Fleisch. Das 6 Fleisch packen wir jetzt wieder rein und grillen das. Wir bauen jetzt nochmal für das Feuer mehr Holz ab. Zack, zack, zack. 18 Holz. Packen das Holz hier rein. Das wird direkt dann übernommen. Und dann haben wir jetzt 33 mal Holz und unser Feuer brennt. Gut. Den Kompi, den würde ich ja eigentlich gerne mal töten. Ja, der springt so schön im Boden rum. Oh, ich habe ihn getötet. So, von dem kriegen wir jetzt dann auch Leder. Das heißt, wir können uns jetzt direkt auch unsere Lederschuhe machen. Mal schauen, wir sind jetzt wieder Level up. Ich skill wieder auf Leben. Was können wir jetzt craften? Ihr seht, wir haben jetzt also ein paar mehr Punkte bekommen. Wir sind jetzt Level 5, 4, 5, oder? 5. Ja, Team Level 5. ich packe das Fleisch nochmal kurz rein und mache nur schnell die Hose und dann reden wir weiter. Die Schuhe, dann reden wir weiter. So, Schuhe habe ich. Schuhe ziehen wir dann jetzt auch an. Und wir haben Rüstung. Steht das auch irgendwo? Rüstung, Rüstung, Rüstung. 50 Punkte in Rüstung. Das ist schon von Anfang ganz okay. Gut, schauen wir mal in unsere Grammpunkte rein, die wir neu lernen können. Und ihr seht direkt, also der Knüppel, eine einfache Nahkampfwaffe, die bestens dafür geeignet ist, Ziele bewusstlos zu schlagen. Was ich ja erzählt hatte, diese Narko-Bären, also diese schwarzen Bären, die machen euch bewusstlos. Ihr könnt das Bewusstlose dann in den Tieren erhöhen, wenn ihr die zum Beispiel zähmen wollt. Da könnt ihr euch dann meine Zähm-Tutorials angucken. Also meine How-To's zähmen irgendwas. Mit dem Holzknüppel könnt ihr zum Beispiel irgendwelche Dinos hauen, bis sie dann umfallen und sie dann zähmen. Damit tötet ihr, also ihr könnt die damit auch töten, aber größtenteils ist es dafür, die Gegner bewusstlos zu schlagen. Ihr seht jetzt hier Holzfundament. Ja, ein Holzfundament ist quasi der Boden für euer Haus. Dann habt ihr einen Türrahmen, dann habt ihr einen Wasserschlauch, dann habt ihr ein Schild, einen Schlafsack, ein Strohdach. Ein Strohdach, ein Fundament, Türrahmen, Strohwand, das sind halt alles erstmal für euer Haus. Ja, Strohtür, Kisten, das ist alles so für euer Haus. Ein Fiumia-Sattel. Ja, rüste einen Fiumia damit aus, um auf ihm zu reiten. Ein Fiumia ist quasi das erste Tier, was ihr euch nehmen könnt, also was ihr zähmen könnt, um es zu reiten. Wenn wir den jetzt also skillen, können wir einen Sattel bauen, dafür brauchen wir dann Leder. Und dieser Sattel können wir dann auf diesen Fiumia draufsetzen, wenn wir ihn denn gezähmt haben und können ihn dann reiten. Ein Fiumia hat halt sehr viel Gewicht, also was Gewicht angeht, da könnt ihr sehr viele Items in den Fiumia reinstecken. Ist ein Pflanzenfresser und kann deswegen auch Beeren fressen, gut. Eine Steinschleuder, ja, eine einfache Distanzwaffe, die eher dazu geeignet ist, Ziele betäuben, als sie zu töten. Verwendet Steine als Munition, das heißt, ihr benötigt für diese Steinschleuder sehr viele Steine, aber ihr könnt damit auch eure Ziele töten oder, wie es hier steht, ist eher dazu geeignet, die Ziele zu betäuben, als sie zu töten. Das lernen wir jetzt. Also ich lerne gerne am Anfang schon diese Zwille, sage ich jetzt mal dazu, um schnell am Anfang Dinos zu zähmen. Was brauchen wir dafür? 5 Holz, 20 Fasern und ein Leder. Das Holz holen wir uns ganz schnell ran. So. Und craften uns jetzt eine Steinschleuder. Haben wir die Steinschleuder gecraftet, steht jetzt hier Magazin 0. Deswegen, weil wir sie nicht angelegt haben, steht jetzt 0 von 15. Ja, ihr habt jetzt gesehen, er hat jetzt eine reingezogen. Wenn ich jetzt die wegschieße, Linksklick gedrückt halten, dann lädt sie sich wieder auf. Verbraucht einen Stein. Ihr könnt jetzt auch mit Rechtsklick zielen, ein bisschen. Wenn ihr das Fadenkreuz nicht habt, das ist jetzt auf diesem Server hier an, dann könnt ihr natürlich nicht so genau zielen, dann müsst ihr halt ungefähr zielen, aber das werdet ihr schon nach der Zeit rausbekommen. Ich würde jetzt sagen, wir suchen jetzt uns ein Fiumia und fangen direkt an. Ich lasse das Lagerfeuer jetzt da stehen, aus dem Grund, weil wir das schnell craften können und wir deswegen auch schnell wieder uns irgendwo eins machen können. Hier liegen jetzt immer ein paar Lagerfeuer rum von anderen Spielern, die irgendwo angefangen haben. Was steht da? Da steht ein großes Schild. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Vielleicht finden wir auf dem Weg ein Fiumia. Wo ihr beim Fiumia aufpassen müsst, wo ich da gerade erzählt habe, also das ist der erste, den ihr dann reiten könnt. Wo ihr aber aufpassen müsst,
Der rennt schnell weg und... Plant Terrence will shoot at you. Okay. Gut. Der wird also wegrennen und ihr müsst dann halt versuchen, hinter ihm zu bleiben. Aber möglichst wenig ihn... Also ihm dann möglichst wenig Schaden zufügen. Gut, wir schauen einfach jetzt mal rum. Da vorne steht ein Triceratops. Das ist dann ein Trike, der auch gut für Pflanzenfarm ist. Das könnt ihr auch gerne mal in einem Trike-Tutorial angucken. So, was haben wir denn hier? Ja, also unter Wasser müsst ihr generell aufpassen. Da schwimmen gerne Piranhas rum und die Piranhas, die zerfleischen euch dann gerne. Es schwimmen auch genauso Lachse rum. Also schwimmt dann auch ein Lachs mal rum, der euch dann auch Fisch gibt. Also Fisch könnt ihr dann halt auch braten und könnt ihr dann auch essen. Genauso wie Dinos. Dinos können halt auch gerne diesen Fisch essen. Ist aber nicht den ihr Leibgericht. Ihr seht jetzt, unsere Ausdauerleiste ist unten. Und wir essen jetzt einfach mal was. Unsere Ausdauerleiste füllt sich generell Standard, also generell ein wenig langsam. Wenn ihr aber über volle Nahrung, also über vollen Hunger und über vollen Durst verfügt, wird eure Ausdauer schneller regeneriert. Wenn aber eure Ausdauer regeneriert wird, geht das auch auf euren Hunger und euren Durst. Das heißt, ihr müsst eigentlich zum Regenerieren immer ein bisschen was zu essen und was zu trinken haben. Okay, wir haben jetzt ein wenig gelaggt. Wir suchen also jetzt mal ein Fiomia und wir sehen uns dann gleich zurück. Okay, das mal kurz so gesehen. Ich wusste noch nicht, dass es sowas gibt. Jetzt weiß ich es aber auch. Okay. Ich melde mich jetzt kurz einfach mal zurück. Ihr habt jetzt gerade gesehen, also... Falls ihr das gesehen habt, ich habe jetzt gerade am Wasser einfach E gedrückt und habe was getrunken. Das heißt, mein Durst ging direkt hoch. Das heißt, ihr könnt auch hier normales Wasser trinken und könnt somit euren Durst stillen. Da müsst ihr nicht unbedingt immer Beeren essen, um euren Durst zu stillen, sondern ihr könnt das auch jetzt ganz normal am Wasser machen. Was haben wir denn hier? Hier sind neue Dinos dabei, die ich noch gar nicht kenne. Die muss ich aber dann irgendwann mal kennenlernen. Und was haben wir jetzt hier? Ein Parasaurus. Okay. Das heißt, wir laufen jetzt gerade einfach ein bisschen sinnlos hier um die Map rum, weil wir kein Fiomia finden. Wir skillen also jetzt erstmal unser Level. Ja, erst vorher skillen. Auf 150 HP. Und wir sind direkt noch ein Level ab. Wie viel EP haben wir denn jetzt bekommen? Durch diese Kiste, die ich eben geöffnet habe. Ja. Okay, zwei Level. Gut, wir haben jetzt 26 Punkte. Nicht schlecht von Anfang. Und skillen direkt jetzt eine Kiste. Und skillen jetzt mal kurz diese Sachen für unser Haus. So, haben wir jetzt alles geskillt? Ja, haben wir. Wir haben jetzt also genug geskillt für unser Haus. Wie bauen wir denn jetzt unser Haus? Unser Haus bauen wir, indem wir dann genug Rohstoffe farmen, wie zum Beispiel Stroh und Holz, um diese Dächer, um diese Fundamente, um das alles zu bauen. Wie zum Beispiel da drüben steht. Hier drüben steht jetzt zum Beispiel ein Floß. Da hat jemand ein Floß hingebaut. So, ich zeige euch das ganz kurz. Okay, wir können jetzt hier ganz normal durchschwimmen. Hier sind jetzt keine Piranhas. Ich würde euch natürlich gerne Piranha zeigen, aber das wird wahrscheinlich nicht gut für uns enden. Was haben wir denn jetzt hier? Haben die zufällig für uns hier was übergelassen, was wir öffnen können? Ein Komposthaufen. Ja, die können wir natürlich nicht öffnen wie eine Kiste. Da steht ein Spieler, wenn ich das richtig sehe. Das ist nicht so gut, wenn der da jetzt ist. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Da drüben ist ein Biber. Rechte Seite haben wir einen Biber. Dann haben wir hier auch noch einen Biber. Da drüben hat jemand so eine kleine Festung gebaut. Auch nicht schlecht. Ein bisschen unauffälliger wäre natürlich noch besser gewesen. Hier haben wir wieder einen Parasaurus. Ich warte nur drauf, bis wir dann irgendwann sterben, weil uns irgendwo ein Raptor tötet. Gut, wir bauen also jetzt erstmal unser Haus. Was benötigen wir? Fundamente. Wir bauen also jetzt Fundamente. Dafür brauchen wir jetzt Holz
Stroh und Fasern. Können wir auch alle herstellen erstmal. Und bauen uns dann weiter Stroh ab. Wann uns der Stroh jetzt wahrscheinlich ausgeht? Ja. Ne, Holz geht uns aus. Okay. Wir bauen jetzt also Stroh ab. Holz ab. Das heißt, wir benutzen jetzt die Axt und hauen damit auf Bäume drauf. 26, 28, 30. Und hier auch nochmal ein paar. So. Und bekommen dadurch jetzt nochmal zwei Fundamente hin. Die Fundamente zieht ihr euch dann auch in einen eurer Slots. Und die könnt ihr dann hinstellen. So. 7. Auch. Und ihr seht auch automatisch, die platzieren sich immer dann an den nächsten so dran. Gut, wir haben also jetzt unsere Fundamente gebaut. Bisschen unglücklich, dass da jetzt ein Spieler in der Nähe ist, aber das ist jetzt für unser Video egal. Ihr habt also jetzt eure Fundament gebaut. Baut jetzt eure Wände. Da braucht ihr dann jetzt 2, 4, 6 und 7 eher. Und dann noch einen Holztürrahmen und eine Tür. Wir haben jetzt also 2 von den Wänden. Die Wänden platzieren wir dann auch hier dran. 7 und auch wieder 7 drücken. Und dann sieht das von außen schon so aus. Bauen jetzt weiter Holz ab. Wenn ihr den Slot gedrückt haltet, wenn der leer ist, dann seht ihr, was ihr braucht, um das wieder zu bauen. Das heißt, wenn ich jetzt die 7 gedrückt halte, seht ihr, ich brauche Fasern. Benötigt für Herstellung. Und Fasern bekommen wir wie? Richtig, indem wir... Was geht jetzt hier ab? Genau, doppelte EP, okay. Wir brauchen jetzt also Fasern. Fasern bekommen wir, indem wir Büsche abbauen, also Büsche ernten, wie wir es am Anfang gesehen hatten, als wir Bären gefarmt haben. Einfach weiter E drücken, weiter E drücken, weiter E drücken, weiter E drücken, weiter E drücken. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Fasern 27, Fasern 30, 32, 35. Später könnt ihr euch dann eine Sichel bauen und mit dieser Sichel baut ihr halt aus diesen Büschen nur noch Fasern ab und keine Beeren mehr. So. Wir bauen jetzt unsere... Was fehlt? Unser Stroh. Stroh bekommen wir wie? Richtig, indem wir mit der Axt, mit der Spitzhacke auf Bäume hauen. 18, 22, 26, so. Haben wir jetzt auch. 32, 37, 40. 50, 60. Das könnte doch theoretisch schon reichen. 8 Wände, brauchen nur noch 6. Nee, 2 haben wir schon. Ich habe gesagt, wir brauchen 7, das heißt, wir brauchen noch 5. Oh, jetzt habe ich 6 gemacht. Das machen wir gleich ganz einfach. Ich breche das jetzt kurz ab und mache jetzt noch 4. Ja, ne? 4. Sollte passen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt total verhauen, aber sollte passen. Na komm. Ihr werdet halt überladen, also wenn ihr irgendwas baut oder sowas, werdet ihr halt, geht halt euer Gewicht hoch und ihr könnt halt langsamer laufen. Ihr baut jetzt also hier zack, 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 zack und zack. Und seht ihr jetzt halt hier, wir haben jetzt das fertig gebaut. Wir sind jetzt auch wieder ein Level up, das heißt, ich skill jetzt einfach mal auf Ausdauer. Und wir könnten jetzt direkt schon Holzfundament und Holzwände bauen. Die verbrauchen aber sehr, sehr viel Rohstoffe, was Holz angeht. Das heißt, wir bauen uns jetzt erst nochmal hier die Tür und also den Strohtürrahmen und die Tür. Nehmen wir jetzt den Holztürrahmen in die 7, platzieren wir den und nehmen jetzt die Tür in die 7 und platzieren jetzt die Tür. Gut, mit E öffnet ihr eure Tür dann und so sieht unser Haus jetzt von außen aus. Nicht schön, aber selten. Wir haben jetzt hier drin genug Platz für uns selber und könnten jetzt zum Beispiel noch ein Dach drüber setzen. Was ich euch aber raten würde, baut das Haus entweder am Anfang eins hoch und dann sieht das halt mit dem Dach ein bisschen komisch aus. Oder ihr baut es halt direkt zwei hoch. Ich zeige euch das mal kurz. So, lade. So. 7 und dann sieht das halt so aus. Sieht halt ein bisschen eng alles aus, ne? Ihr könnt jetzt kaum springen und so weiter. Wenn ihr aber jetzt das Haus 2 hochbaut, habt ihr mehr Platz. Das würde ich euch raten für den Anfang. Baut jetzt einfach erstmal 1 hoch und dann später baut es 2 hoch, wenn ihr dann zum Beispiel auch Holz bauen könnt. Wir bauen jetzt also noch das Dach drauf. Dach finden wir hier. Wir brauchen dafür Stroh.
einiges an Stroh. Stroh bekommen wir wieder, indem wir mit der Spitzhacke auf Holz bauen. Auf Holz hauen. 17, 22, 27, 40, 50. So, das könnte schon reichen für 3 Dächer. Nee, reicht nur für 2. Also, was brauchen wir da jetzt noch? Was fehlt uns dann noch? Holz, eher Fasern fehlen uns noch. Wir haben jetzt 28, wir bräuchten 30, auch nicht schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hin. An den Büschen. Wir haben jetzt genug bereit. Und craften uns jetzt. Ja, 3 Dächer. Mit den 3 Dächern laufen wir dann jetzt zu unserem Haus zurück. Und platzieren dann diese Dächer. Platzieren jetzt hier auf dem Haus unsere Dächer. Die sind jetzt direkt in die 7 gelegt worden. Und wir bauen jetzt also mit 7. Und wieder 7 bauen wir das jetzt hier hin. So, ihr seht, wir haben jetzt das Dach fertig. Wir haben jetzt unser komplettes Haus fertig. Das heißt, rechts oben wird jetzt unser Haussymbol angezeigt. Das heißt, wir fühlen uns in unserem Haus wohl. Und es regnet in unserem Haus nicht. Wenn es außen regnet, regnet es in unserem Haus nicht, obwohl es nur Stroh ist. Und es regnet einfach nicht. Und außerdem wird es halt... ist uns halt in unserem Haus auch wärmer. Wir haben jetzt unser Haus, bauen jetzt unsere Kiste. Ja, wir fühlen uns jetzt dann gleich wie zu Hause. Bauen uns unsere Kiste, bauen uns unser Lagerfeuer und platzieren das alles schön in unser Haus. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wenn er aber jetzt sein Lagerfeuer im Haus platziert, zündet das dann nicht das Holz, das Stroh an? Nein, so ist das jetzt nicht. Also so genau geht das Spiel jetzt auch nicht. Ihr habt jetzt also 15 Feuer entzünden. Und sitzt jetzt in eurem Haus, habt jetzt schön ein wenig Feuer und könnt jetzt hier drin ganz in Ruhe euer Fleisch braten. Am Anfang würde ich euch raten, nehmt für eure Tür einen PIN-Code, genauso auch für eure Kisten. Ja? Wenn jetzt jemand eure Tür einreißen will oder sowas, oder Tür aufmachen will, kann er sie einfach öffnen gerade. Sollte sie aber einen PIN-Code, machen wir jetzt mal hier, weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt einen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habe ich einen PIN gesetzt. Haben wir jetzt, glaube ich, schon wieder vergessen, aber ist ja auch egal. Und für die Truhe dann das Gleiche. Mache ich dann kurz auch wieder. Gut, habe ich jetzt, glaube ich, auch wieder vergessen. Wir haben jetzt unser Holz da drin. Haben jetzt quasi, also von außen sieht das dann so aus. Ihr seht jetzt das Feuer dadurch brennen. Oder das Licht dadurch. Und wir können jetzt quasi schon sagen, wir haben jetzt unseren Anfang gemacht. Jetzt kurz mal die ganzen Bären. Wir haben jetzt noch Leder über und wir haben jetzt alles gemacht, was jetzt für den Anfang wichtig ist. Wir haben jetzt nicht einen Dino gezähmt, den Dino, das Dino-Zähmen, das seht ihr euch dann am besten in meinen anderen Tutorials an. Und wir sehen uns dann in den anderen How-To's dann zurück. Ich würde dann sagen, das war es jetzt mit diesem Anfang, wie ihr denn die ersten Tage in Ark überlebt. Und genau auf diesem, was ihr jetzt hier habt, auf diesem Haus, müsst ihr dann weiter aufbauen. Ihr habt jetzt eine Zwille, ihr habt ein paar Speere, eine Axt und eine Spitzhacke und könnt somit jetzt schon gegen die nächsten Tiere kämpfen. Ich starte jetzt einfach mal, wo ich hänge, meine Tür fest, auch nicht schlecht. Ich starte jetzt einfach mal und gehe ein paar wilde Tiere töten. Ihr habt ja zum Beispiel einen Parasaurus. Parasaurus könnt ihr, glaube ich, reiten mit Level 15. Das ist ein Pflanzenfresser, mit dem könnt ihr auch Pflanzen ernten. Da habe ich auch ein Video zugemacht. Könnt ihr euch dann auch gerne mal angucken. Da steht ein Trike. Ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Spieler ist. Der ist Level 107. Den greifen wir lieber nicht an. Und hier ist auch noch einer. Der ist Level 57. Ja, den greifen wir lieber auch nicht an. Weil der wird uns wahrscheinlich töten. Und das lassen wir lieber. Generell andere, je nachdem, was es halt für ein Server ist, PvE oder PvP, ist das Töten von anderen Spielers Dinos, ich komme gerade nicht drauf, wie es richtig heißt, blöd. Also wenn es PvP ist, okay, wenn es PvE ist, naja, sollte man lieber nicht tun, das ist halt unfair, weil ihr werdet später auch sehen, wenn ihr dann versucht, eure Existenz aufzubauen und euch dann jemand die ganze Zeit die Dinos tötet, das dauert halt dann immer wieder, um die Dinos zurückzubekommen. Da ist also hier ein Parasaurus. Können wir jetzt angreifen. Ihr seht jetzt auch, der rennt direkt weg. Ja, der ist jetzt beschädigt. Beschädigt, sag ich mal so.
Ja, okay. Wir haben den also jetzt mal angegriffen und dann seht ihr das Blut. Und je mehr Blut an ihm dann ist, desto stärker ist er betäubt. Wenn ich jetzt E gedrückt halte, Rechtsklick gedrückt halte mit dem Speer, dann werft ihr den Speer. Und wir haben ihn jetzt getötet mit dem Speer. Yay. Wenn ihr dann zu dem gegnerischen, wo ihr den Speer hingeworfen habt, wieder hinlauft, ja, dann bekommt ihr den Speer auch wieder. Wir haben jetzt also den Parasaurus getötet und besorgen jetzt von ihm ein bisschen Leder. 6, 10, 15. Oh, der ist aber echt spendabel. 21, 24, 29 Leder. Das ist schon echt spendabel für einen Parasaurus. Gut. Damit würde ich sagen, beenden wir damit hier unsere Tutorial-Reihe, wie ihr denn euren Anfang in Ark startet. Also wie ihr denn am besten in Ark anfangt und wie ihr denn am besten in Ark überlebt am Anfang. Auf unserem Haus würdet ihr dann jetzt einfach aufbauen. Ich weiß nicht, ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Ihr baut jetzt auf eurem Haus auf oder ihr geht direkt offensiver und baut direkt mehr Speere und geht direkt irgendwie mehr Dinos töten, geht mehr Dinos zähmen. Das habe ich jetzt einfach nicht gemacht und werde damit dann einfach in den How-To's weitermachen. Ich hoffe, hat diese Reihe gefallen. Falls ihr Änderungsvorschläge habt, einfach wieder in die Kommentare und wir sehen uns dann zurück in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Tschüss.